Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen was über mein Solar-Powered Router-Projekt. Und angefangen hat das Ganze vor, ich glaube, fast einem Jahr mit diesem TLWR 703N von TP-Link. Den hatte ich mir damals gekauft, einfach aus Neugierde, was so ein 20-Euro-Router da alles kann. Vor allem, weil er halt irgendwie in die Westentasche passt. Also das sieht man hier so ein bisschen schlecht, aber er ist tatsächlich so in diesem Format. Hat ein halbes Watt Stromverbrauch, also zieht ein halbes Watt Leistung, also 5 Volt, 100 mA. Ist OpenWRT-fähig und die Antenne, die ihr da seht, habe ich noch selber drauf genudelt, einfach mal zu schauen, wie weit die Range mit so einem kleinen Router läuft. Und ich hatte sie in diesem Gang ganz am Ende stehen und man konnte am anderen Ende des Ganges noch mit diesem Router kommunizieren. Also insofern war das ganz nett. Und damals kam schon so die Idee auf, man könnte ja eigentlich daraus wegen dem geringen Stromverbrauch das Ganze mit Solarenergie betreiben. Und das Ganze ist so ein bisschen eingeschlafen, bis dann Dozer vor 2 Wochen mir zwei dieser tollen Blackos in die Hand drückte, weil das ist nämlich einer der beiden Knackpunkte, woran es gefehlt hat. Das andere ist das Solarpanel und der Controller. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt mal so langsam was tun und habe mich dann da mal hintergeklemmt. Ja, das sind die zwei Blackos von Dozer. Die haben 12 Volt bei 5 Ampere-Stunden. Das heißt, man kann eine Stunde 5 Ampere oder 5 Stunden 1 Ampere rausziehen. Kann man beliebig umrechnen. Und den TLWR 703N könnte man damit 120 Stunden betreiben, wenn der Akku voll ist. Mit dem kleinen Hinweis, idealer DC-DC-Wandler, weil die Akkus haben 12 Volt. Der TLWR 703N hat 5 Volt über USB. So sieht ein typisches Solarsystem aus. Also man hat im Prinzip hier seine Solarzelle, man hat hier seinen Bleiakku, man hat einen Solarcontroller und man hat seinen Verbraucher. Der Controller ist deshalb wichtig, weil er steuert die Batterieladung, weil man darf die Batterie nicht überladen und er schaltet auch vor allem dann zwischen Batterie und dem Solarpanel durch. Wie die Dinger genau funktionieren, bevor ich jetzt Mist erzähle, ich habe keine Ahnung. Also was da genau an Logik drin steckt. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt, so ein Solarcontroller. Habe mich aber damit nicht weiter befasst, sondern das war für meinen Anwendungsfall auch nicht relevant. Ich will ja den Solarcontroller nicht nachbauen. Mal abgesehen davon kostet er nur einen Zehner. Da brauche ich mir jetzt nicht groß Gedanken drüber machen. Das größere Problem war die Berechnung von der Größe. Also welche Größe an Solarpanel brauche ich eigentlich? Also es gibt ja diese tollen kleinen Solarpanels, die man bei Konrad für 2-3 Euro kaufen kann. Es war mir klar, dass das nicht reichen wird, aber mir war halt absolut nicht klar, was für eine Größe an Solarzelle ich brauche, um diesen Router tatsächlich ein Jahr über zu betreiben. Also sowohl im Sommer als auch im Winter. Und habe mich dann mal hingesetzt und habe erstmal ausgerechnet, was für einen Verbrauch ich habe im System. Ich werde auf die Tabelle nicht so genau eingehen. Hier oben habe ich im Prinzip die effektive Leistung von dem Router. Ich habe einen DC-DC-Wandler, der halt diese 12 Volt und diese 5 Volt umsetzt. Bei dem habe ich mit 70% Effizienz gerechnet. Ich habe nochmal 15% Verlust von der Solarzelle eingerechnet. Und damit es schöner zu rechnen ist, bin ich halt von 1 Watt ausgegangen und weiß somit, ich brauche pro Tag 0,2, also 0,24 Kilowattstunden oder halt im Monat knapp eine Kilowattstunde an Energie, die meine Solarzelle eben liefern muss. Und wenn man mal so guckt, bei den Solarherstellern, die schreiben immer schön auf ihre Solarzellen drauf Watt Peak, 20 Watt Peak, 50 Watt Peak, 100 Watt Peak, das sind so die gängigen Größen. Und das heißt im Prinzip, oder ist dafür gedacht, dass man Solarzellen verschiedener Größe oder gleicher Größe miteinander vergleichen kann. Weil die Größe sagt ja nichts aus, wie viel Energie ich tatsächlich aus der Solarzelle rausbekomme. Und da haben die Hersteller sich so ein schönes Standardmessverfahren ausdenken lassen mit Zellentemperatur 25 Grad, Bestrahlungsstärke 1000 Watt pro Quadratmeter und weiß der Geier was. Und auf Wikipedia steht, dass dieser Spitzenwert in Mitteleuropa eigentlich nie erreicht wird. Also noch nicht mal erreicht wird. Also nicht mal am hellsten Tag kommt man auf diese Watt-Peak, die da angeben.
Und es klang eigentlich jetzt nicht so schlimm und ich habe mir dann gedacht, ja, gut, wird schon irgendwie passen. Ein Panel für 25 Euro mit 20 Watt. Das ist das hier in der Größe oder in der Kleinheit, je nachdem, wie man sieht. Wird schon ausreichen. Und habe ein bisschen weiter geforscht, weil ich habe keine Ahnung. Ja, ich dachte, gut, ein Zwanzigstel von der Leistung, die die als Wattpeak angeben, wird es schon bringen irgendwie im Winter. Und dann bin ich auf eine lustige Seite gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wenn sie lädt. Sie lädt, ja. Also man sieht schon an diesem wunderbaren Design, das muss was Offizielles sein. Das ist irgendeine europäische Kommission. Ich gebe hier einfach mal Mannheim ein. Meine Solarzelle hat 20 Watt Peak, das heißt, ich gebe hier ein 0,02. Und dann erhalte ich diese Tabelle hier. Und was die mir hier sagen wollen mit EM ist der Energie, also das, was ich an Energie aus dieser Solarzelle rausbekomme, theoretisch, übers Jahr verteilt. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und einfach gucken. Moment, wo habe ich denn hier meine Präsentation? Machen wir das mal darüber. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und schauen, ob meine Leistung pro Monat ungefähr. Ja, da wollte ich hin. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man das sieht. Ob das hinkommt. Und man sieht halt hier, ich kriege im Monat nur 0,6 Kilowattstunden im Januar zu den 0,72 Kilowattstunden benötigt. Da würde es schon knapp werden. Aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt und ich werde es dann in den kommenden Monaten sehen, ob das so funktioniert. Also Ende des Jahres, irgendwann ab November, Dezember wird es dann kritisch. Vielleicht habe ich mich auch komplett verrechnet bei der Größe und es wird alles anders kommen, aber das werde ich dann sehen. Ich habe es hier nochmal aufgeführt für die Leute, die dann das Ganze später nochmal anschauen möchten. So, jetzt war die Rechenarbeit vorbei, ich habe die ganzen Teile bestellt gehabt und jetzt ging es eigentlich darauf, das Ganze zu planen, wie ich das Ganze tue. Und so habe ich mir das gedacht. Also ich habe hier ein leicht veränderten Aufbau. Ich ziehe komplett die Energie der Solarzelle durch ein Messmodul durch. Genau das gleiche mit der Batterie, dass ich eben am Ende auch Messwerte habe, um beurteilen zu können, hat es jetzt gereicht oder nicht. Damit ich halt auch mitbekomme, wenn der Router stirbt oder einen Reboot hat, dass er vielleicht zum Beispiel nachts einfach keine Energie mehr bekommen hat, weil die Batterie leer ist oder war und die Solarzelle nicht genug geliefert hat. Und dazu habe ich ein kleines Modul gebaut, welches in diesem Kasten hier verbaut ist. Das zeige ich später nochmal. Es kann im Prinzip zweimal Strom, zweimal Spannung und einmal Temperatur messen. Temperatur deshalb, damit ich eben weiß, im Winter, wie kalt es geworden ist. Weil man muss auch wissen, die Bleiakkus verlieren im Winter Kapazität. Also irgendwie 60% ist da so ein Wert bei minus 15 Grad. Was man halt mit einrechnen muss. Und ich möchte halt im Prinzip messen, wie viel Spannung und wie viel Strom ich von der Solarzelle ziehen kann, beziehungsweise gezogen wird, sei es jetzt für die Schaltung oder für den Router oder für das Laden des Bleiakkus. Und ich möchte natürlich auch wissen, welche Spannung und welchen Stromverbrauch ich im Verbraucher, also im Router, im DC-DC-Wandler habe. Und Alex hat mir dann noch einen One-Wire-Temperatursensor angedrückt, da habe ich auch noch drauf gelötet. Und das Ding spuckt über diese Schnittstelle alle Daten aus. Und da der Router auch eine serielle Schnittstelle hat, kann ich die ganz einfach über COSM hochladen und ja, jetzt erst publishen quasi. Das ist nochmal das Modul das ist halt irgendwie in einem halben Tag hier entstanden, geätzt, bestückt und gelötet. Und jetzt geht es erstmal darum zu gucken, ob dieser Router überhaupt autonom arbeiten kann. Also es geht tatsächlich darum, den nicht erstmal als Router einzusetzen, sondern ihn einfach dafür einzusetzen, ihn bei mir zu Hause in den Garten zu stellen, ihn laufen zu lassen und schauen, überlebt er einfach ein Jahr.
komplett ohne externe Einflüsse. Das ist meine Idee. Das Ganze läuft als Access Point, der connectet sich auf meinen normalen DSL-Router, schiebt darüber die Daten auf Cosmo hoch. Und sobald das Ganze läuft, das werde ich heute Abend noch fertigstellen, werde ich euch natürlich auch die URL zukommen lassen, wo man dann mal gucken kann, was so ein Energieertrag reinkommt. Ja, weiterhin tut er halt nichts Spannendes. Es gibt natürlich noch ein paar Challenges. Im Sommer ist es unter anderem eben, wie warm wird es in der ganzen Kiste und gibt es Kondenswasserprobleme. Da werde ich irgendwann nochmal einen Feuchtigkeitssensor einbauen. Das Gehäuse, da ist übrigens alles drin. Das ist O-Ring-Sealed, also mit diesen O-Ringen geschützt. Das heißt, da sollte normalerweise, selbst wenn es drauf regnet, keine Feuchtigkeit reinkommen. Aber man weiß nie. Deswegen, ich würde das schon gern wissen, baue ich irgendwann einen Feuchtigkeitssensor ein. Und vor allem, was ist so, denn so die Leistung, was ich wirklich im Sommer bei Volleinstrahlung auf das Panel denn erreichen kann. Und ja, Winter genau umgekehrt, gibt es Kondenswasser. Wie gut die Elektronik das Ganze verkraftet, sinkt die Effizienz meines DC-DC-Wandlers vielleicht. Bleiakku verliert Kapazität, habe ich eben schon gesagt. Und dann noch die Solarzelle, die weniger liefert. Aber wir müssen mal gucken, ob das wirklich so funktioniert. Theoretisch sollte es, aber lieber nochmal schauen. Dann habe ich beim Zusammenbauen mir leider meinen TL-Versio mit 3N zerschossen, weil ich habe den DC-DC-Wandler Eingang-Ausgang verwechselt. Und Mutzi hat mir dankenderweise heute das Carambola-Board mitgebracht. Hat leider einen dreifachen Verbrauch von dem vorherigen, sollte aber im Sommer kein Problem sein. Und ich werde, sobald das Carambola 2 Board, welches auch wieder nur 0,5 Watt Verbrauch hat, sobald es verfügbar ist, werde ich mir eins bestellen und das dann umbauen. So, ich glaube, das... Ah ja, genau, die Materialkosten haben wir noch. Also insgesamt, was ich ausgegeben habe, waren tatsächlich um die 87 Euro. Was Material, Solarzelle, Solarregler plus den TLWR703N-Router betrifft. Die Blakus habe ich nicht mit eingerechnet, stehen in Klammern, weil ich die geschenkt bekommen habe von Dosa. Aber ich finde, das ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Preis, dass man unter 100 Euro einen Router einfach irgendwo in die Landschaft stellen kann, der läuft einfach durch, theoretisch zumindest. Ja, stimmt, genau. Und ein paar Zukunftsideen, also was man damit tun könnte, ist so Mesh-Networking betreiben. Also sprich, ich wohne im vorderen Odenwald. Wenn die Telekom da stirbt, dann haben wir kein Internet mehr, dann könnte man zum Beispiel eine Funkstrecke damit aufbauen. Einfach autonome Router durch den Wald durch, bis zur nächsten größeren Stadt. Zum Beispiel. Oder was auch mal im Raume stand, auf irgendwelchen Metal-Konzerten, Mesh-Networking betreiben, falls man im Zelt halt so kein Netz rausfällt. Ja, das Ganze verkleinern, also das Carambola 2 Board ist tatsächlich eine SMD-Variante zum Auflöten auf ein bestehendes Board gedacht. Wenn man es natürlich hinbekommt, den DC-DC-Wandler noch drauf zu dübeln und das Monitoring-Board und vielleicht noch den Solarregler, hat man vielleicht nicht mehr so eine große Kiste, sondern eine Kiste, die ist vielleicht, keine Ahnung, ein Fünftel oder ein Sechstel so groß. Und dann braucht man nur eine Solarzelle, die man dran schließt. Und das könnte man dann wiederum ohne Probleme hinten an die Solarzelle montieren, weil die ist schon ein bisschen stabil. Aber sie hält halt dieses Gehäuse nicht aus. Es ist einfach viel zu schwer. Und vielleicht einen kleineren Bleiakku, weil die sind ja eigentlich schon recht überdimensioniert. Die stammen aus einer USV. Und die gibt es auch in kleiner. Oder man überlegt sich irgendwas mit Lithium-Ionen-Akkus. Das weiß ich nicht, ob es da irgendwie dann auch Bedarf gibt. Weil für mich geht es halt erstmal darum, funktioniert es überhaupt? Läuft das Ding ja oder läuft es nicht? Und wie sehen die Testdaten aus? Weil da habe ich nämlich auch tatsächlich keine gefunden. Es gibt Leute, die haben auch so Projekte schon durchgeführt, aber da steht halt nichts über drin, ob das Solarpanel jetzt gereicht hat oder nicht und was der Router so alles verbraucht. Ja. Das war's von meiner Seite erstmal. Ich würde, wenn noch Bedarf besteht, einfach mal hier diese Kiste, wo die ganze Technik drin ist, könnt ihr euch mal anschauen. Sie läuft auch tatsächlich im Moment ohne Kabel, auch wenn da noch keine Solarzelle dran ist, weil der Akku ist geladen. Ja, so ist das Ganze aufgebaut.
Man kann auch, wenn man das warten muss, hier einfach aufschrauben. Man kann das mal aufmachen. Also wenn ihr da Interesse habt, mal reinzugucken, kommt näher. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Hast du auch einen Temperatursensor auf dem Solarpanel? Nein. Weil das ist die Gefahr, ist nicht der Winter. Die Gefahr ist der Sommer. Desto heißer die werden, desto schneller brechen die in der Leistung ein. Also die, also wie warm es draußen ist tatsächlich, wie ist warm, ja... Wie warm die Zelle ist. Wie warm die Sonne wärmt ja die Zelle auf. Deswegen haben die konventionellen, die haben auch hinten dran Kühlung. Also so Kühlrippen oder so. Da ist jetzt keine Kühlrippe zum Beispiel. Nein, also da habe ich nicht dran gedacht, A. Aber B, es ist... Ich weiß nicht, ob das, ob man das wirklich braucht. Weil die Informationen, welches Wetter draußen ist, kriegt man mittlerweile relativ genau. Es sagt natürlich nichts aus darüber, wie heiß die Zelle ist. Aber man kann es ungefähr herleiten. Ja, okay. Aber ich kriege ja halt mit, wie viel Energie die Zelle wirklich liefert. Mhm. Und daher Cosm auch diese Graphen hat, kann man ja schon ungefähr dann gucken. Ich meine, was natürlich noch spannend wäre, ist einfach den Wetterbericht in irgendeiner Art und Weise von Wettercom abzugreifen, auf Cosm zu leiten, dass man alle Charts zusammen hat. Mhm. Das könnte man natürlich mal machen. Mhm. Aber da habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Mhm. Nur so einfache Kühlrippen sind ja nicht so teuer. Mhm. Also ich habe noch mit Solarzellen, ich habe den noch nicht einmal installiert gehabt. Deswegen, das ist auch für mich komplettes Neuland. Trotzdem spannend. Trotzdem spannend. Ja, also ich finde es spannend, wenn ich das Ding morgen installiere, ob ich dann überhaupt einen Tag überlebe oder ob ich schon am Tag dann wieder zurück ans Reißbrett muss und das Ganze nochmal neu designen muss. Und gucken, wo der Fehler lag. Gut. Weißt du, was für eine Reichweite der Router zum Beispiel, wenn er als Repeater arbeitet, haben wird, oder? Der kleine, der TLWR ist in freien. Der hatte eine Reichweite halt, dass ich hatte, also den haben wir da hinten ins Regal gestellt mit dem USB-Batteriepack. Und hatten da hinten noch irgendwie 90% oder 80% oder so. Das ist schwierig zu sagen. Weil im Moment ist ja auch das Carambola-Board verbaut, das hier oben. Das ist der Ersatzrouter. Ich weiß auch nicht, was der für eine Range hat. Es kann natürlich auch sein, dass der einfach gar nicht bis in den Keller, wo mein Router zu Hause steht, reicht. Und der gar keine Daten umladen kann. Das kann natürlich auch im schlimmsten Fall passieren. Das werde ich aber alles morgen sehen. Ich baue jetzt halt noch die Software. Schreibe ihn so um, dass er sich zu Hause im LAN connected und dann mal das Beste hoffen. Ja, also gerade nochmal die Komponenten. Also hier ist, ist der Akku, klar. Das ist der Solarladeregler. Das hier ist das Monitoring-Board. Das ist der DC-DC-Wandler und das ist der Ersatzrouter, das Carambola-Board. Das ist einfach hier so ein Power-Verteiler, dass ich nicht so viele eklige Kabel durch die Gegend schubsen muss. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr da irgendwie noch später Fragen habt, gerne auf mich zukommen. Oder wenn ihr selber sowas bauen wollt. Hervorragend.